So, Moment. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich muss mich mal ganz kurz hier hinstellen. Kecleon ist da. Kecleon in Pokémon Go. Und jetzt haben die ganze Zeit die Leute gesagt, was? Wo ist das? Seit wann denn? Wie lange denn? Wie geht das denn? Ich sehe keins, ich finde keins. Jetzt bin ich extra nochmal raus, extra nochmal los. Hab gedacht, auch wenn es schon dunkel ist, mach fix einfach ein kleines Tutorial. Ich laufe jetzt hier hin. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen. Hier sind Pokestops. Anfänglich haben die Leute gesagt, das müssen Rocketstops sein, ist aber komplett falsch. Hier ist ein Pokestop. Wenn ich hier drauf drücke, sieht aus wie ein ganz normaler Pokestop. Kann man drehen, ne? Daneben ist aber einer zum Beispiel, da seht ihr schon auf dem Pokestop, sitzt ein Predator. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Predator, wie beim Film mit Arnold Schwarzenegger. Und ich kann den Stop nicht drehen. Wenn ich den Stop drehen will, berühre ich dieses unsichtbare, halb durchsichtige, getarnte Pokémon. Und wenn ich es dann andrücke, springt es von dem Stop weg und sitzt auf der Karte. Jetzt sitzt es hier auf der Karte und dadurch darf ich jetzt auch fangen, kann einen Ball werfen. Das ist eigentlich schon alles. Das ist das ganze Tutorial. So fangt ihr Kecleon. So findet ihr Kecleon. Und das ist seit 17 Uhr. Igamaru Sea Day ist 14 bis 17 Uhr gewesen. Seit 17 Uhr kann man Kecleon an Stops finden. Es ist jetzt 19.58 Uhr bei mir. Also 3 Stunden nach dem Sea Day. Aber man kann es immer noch finden. Hier habe ich den nächsten Stop. Ich sehe, da ist nichts. Diesen Stop, ich habe den schon gesehen, ist leider jetzt auch nichts. Da saß aber eben auch noch ein Kecleon. Das heißt, denkt vielleicht, dass das ist wie bei Rocket Stops, dass sie, sagen wir mal, 20 Minuten ist ein Rüpel an einem Stop und ihr habt 20 Minuten Zeit, dahin zu gehen, den Rüpel zu besiegen. Ansonsten verschwindet der und taucht woanders wieder auf. Ich hatte jetzt Glück, dass bei dem, wo ich war, das Kecleon noch saß. Ansonsten checkt halt einfach mal die Stops ab, drückt die Stops in der Umgebung an, dreht die Stops in der Umgebung. Wenn sich alles drehen lässt, wunderbar. Wenn sich es nicht drehen lässt, wie hier, Christuskirche. Ihr seht schon jetzt, da ist eine Silhouette drauf, da ist irgendwas. Entweder drückt ihr einfach so drauf, etwas Unsichtbares blockiert den Weg, oder ihr versucht einfach den Stop zu drehen, wenn ihr gar nicht drauf geachtet habt, dann seht ihr, hä, irgendwas hängt da. Drückt also nochmal hier auf dieses Pokémon, dann bewegt sich das ein Stück nach oben. Und wenn ihr dann ein paar Mal drauf rumgewurstet habt, hat es auch keinen Bock mehr, dann könnt ihr den Stop drehen und dann sitzt es neben dem Stop. Jetzt muss ich aber mal kurz dahin laufen. Das war, glaube ich, der hier vorne, Christuskirche. Also es ist jetzt runtergesprungen und sitzt jetzt also an dem Stop. Also ihr müsstet normalerweise sowieso an dem Stop stehen, in Reichweite sein, damit ihr das dann abgreifen könnt. Digga, jetzt verarsch mich nicht. Da sitzt es jetzt also. Es ist an diesem Stop hat es geklebt, an diesem Stop ist es jetzt also runtergekommen. 1717 ist ein normales Pokémon, ihr könnt es auch tauschen. Ich habe direkt einen Glückstausch gemacht mit einem kleinen Account, mit dem ich lucky war, dass der Lucky Dex wieder vollständig ist. 4 XL Bonbons. Bonbons, das sieht gut aus. Hildburghausen. Und das ist schon alles. Ich denke mal, das wird jetzt, da es eingeführt wurde, für immer im Spiel sein. Ich glaube nicht, dass das nur heute ist. Ich glaube nicht nur ein paar Stunden. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Der Akku ist nämlich gerade leer gegangen, war ja unterwegs, war natürlich nicht vorbereitet, war ja auch nicht eingeplant. Ich weiß gar nicht, wo ich gestanden habe, aber nochmal kurz zusammengefasst. Kecleon ist ab jetzt also im Spiel. Ich denke mal, das ist einfach seine Einführung und nicht an irgendwas geheftet, vor allem nicht an den Community Day. Ich denke also, das ist wie Ditto, wurde einmal eingeführt, ist seitdem immer da, wechselt ab und zu mal seine Tarnung. Das ist wie Farbigel, was ihr seitdem es in der Einführung war, immer aus den Fotobombs bekommen könnt, wenn gerade kein Event ist. Ist ja auch nicht vorübergehend gewesen, gibt es ja immer. Ist wie eine Meltan-Box, die es immer gibt, nur ab und zu mal shiny sein kann in Events. Ist wie, wie ist das andere Ding, zur Ruhe. Zerro, genau das, was eben als Buddy sich tarnt auf der Map. Da dachten auch einige, das ist jetzt nur ein paar Tage, aber das gibt es ja auch immer noch.
Manche haben sich nur gewundert, dass sie immer noch eins fangen konnten. Aber es hat ja keiner gesagt, dass das nur kurz da ist. Also meinetwegen, meiner Meinung nach ist das auch eingeführt worden und seitdem da. Ihr habt also immer mehr zum drauf achten in der Spielewelt, was ihr finden könnt. Dittos, Farbigels, Kecleons jetzt mittlerweile. Also achtet auf eure Stops in der Umgebung. Sieht wirklich so aus. Das kann an jedem Stop kommen oder eben auch nicht und sitzt wahrscheinlich dann eine bestimmte Zeit an diesem Stop und ihr könnt dann dahin und euch das abholen. Ich habe vorhin zwei gesehen, bin da deswegen hingelaufen. An dem einen habe ich es gekriegt, an dem anderen war es schon weg. Dafür war es dann einfach zwei, drei Stops weiter da. Für mich sieht das aus, als würde das also funktionieren wie Rocket Rüpel. Die jetzt 20 Minuten an diesem Stop ist einer. Und wenn du halt nach 30 Minuten erst hingehst, ist da eben keiner mehr. Dafür erscheint aber ein anderer. Also achtet nicht nur auf Rocket Rüpel, achtet jetzt auch auf Kecleon Rüpel, also auf Kecleon Stops. Ansonsten hoffe ich, dass alle Fragen beantwortet sind. Wenn nicht, schreibt es halt hier drunter. Ich versuche das jetzt noch am Igomaru CD hochzuladen. Kleines Tutorial. So fängt man Kecleon, so bekommt ihr Kecleon. Denn ich habe gesehen, Spieletrend hat jetzt noch nichts dazu. Sabrina nicht, Chaos Lady nicht, aber bei den Posts und den Kommentaren immer zu, hat mal jemand ein Video, wie geht das, zeigt mal hier und ich weiß nicht wie und wie sieht denn das aus und was muss man da machen, deswegen habe ich gedacht, mache ich schnell, aber bis das oben ist, ist wahrscheinlich, hat es auch jeder andere schon, egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.